Na, Leute, wisst ihr, wie spät wir es haben? Richtig, die perfekte Zeit, um Kammerjäger zu spielen. Und mir ist im letzten Part, wo ich, oder was heißt im letzten Part, beim letzten Mal speichern, ist mir aufgefallen, wir haben hier eine Skulptur vergessen. Ist aber nicht weiter schlimm, die haben wir ja jetzt. Nummer 21. Und jetzt sollte es hier still sein. Jupp. Huch. So, okay, wir können weiter. Die restlichen neun Spinnen finden. Das sollte nicht das Problem darstellen. Sehr guter Sprung, Link, aber eigentlich wollte ich hier runter. So, so gefällt mir das schon besser. Jetzt muss ich nur eben gucken. Wir waren im letzten Part hier, ne? In diesem Raum. Hört sich so an. Hier krabbelt's schon wieder. Okay, und natürlich sind die hier ein bisschen versteckt. Na klar, die wollen ja nicht sterben. Logischerweise würde ich auch nicht wollen. Aber die haben leider ganz großes Pech. Scheiße. Man kann hier hinterfallen. Naja, gut. Also ganz großes Pech, dass ich der Kammerjäger bin. Kann man die Kiste irgendwie zerstören mit Bomben? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Wir probieren es einfach mal aus, ne? Naja, okay, aber die andere kann man zerstören. Okay, da kann man scheinbar echt nichts mitmachen. Ah, die Spinnenweben sind so hart. Da kann man drauf laufen, ey. Und was ist das hier? Könnte ein Klavier gewesen sein, mal. Was sie abgedeckt haben. So, hier wird natürlich jeder Krug umgedreht. Es könnte ja überall was drin sein. Ah, oder man geht einfach hier hin. Hier ist ja gar nichts. Oder doch. Schnell weg damit. Ach, ich muss meinen Enterhaken ja eben ausrüsten wieder. Aber da kommen wir sonst so nicht ran. 23. Vier Stück müssen wir noch finden. Ob die jetzt in diesem Raum waren, weiß ich nicht mehr genau. Aber es krabbelt hier auf jeden Fall noch. Das heißt, hier ist noch was. So. Gut, müssen wir eben ganz kurz hier hoch. Und gucken mal, was hier so abgeht. Nix. Nix. Und man kann nicht den Himmel sehen. Das ist einfach nur ein Loch in den Brettern gewesen und man hat direkt einen Blick zur Decke. So. Ich bin wieder still. Okay, aber das war's. Ja, drei kriegen wir an dem Kronleuchter. Wir brauchen noch ein paar Infos. Wo kriegen wir die denn am besten her? Ganz einfach. Okay, hier ist auch nichts mehr. Die Infos geben uns diese Spinner. Wir gucken aber erstmal natürlich noch ein bisschen hierher. Hier ist nix. Hier auch nicht. Aber es sind ja noch ein paar weitere Krüge. Nö. Kann sein, dass wir das hier erstmal wieder wegmachen müssen. Ich glaube, ich habe den nicht richtig getroffen. Okay. Also, da oben krabbelt eine. Ah, wir sollten vielleicht erstmal wieder den Helm des Hauptmanns aufsetzen. Das wäre vielleicht keine schlechte Sache. Und von denen kriegen wir jetzt die letzten Infos. Ich muss eben ganz kurz wieder mein Memo rausholen, wo ich mir das gestern notiert habe. Da, Notes. Wo haben wir sie denn? Ach, hier oben. So. Reden. Huch! Ah, Hauptmann, Sir. Ja, lange her. Geheimnissen dieses Ortes. Gelb als zweites. Alles klar, das notiere ich mir. Also, gelb ist zwei. Ja, hast du. Ah, danke, Sir. So, was hast du? Huch!
Ah, Hauptmann, Sir, wir gehen den Geheimnissen immer noch auf den Grund. Gelb, scheiße. Nein, hast du nicht. Ah, Hauptmann, Sir, wir gehen den Geheimnissen, Mann. Und gelb als viertes. Okay, gelb als viertes. Okay. Habe ich meine Pflicht erfüllt, Sir? Nein, trotzdem nicht. Tatsächlich, Sir? Ich entschuldige mich, Sir. Ich werde sofort mit den Untersuchungen fortfahren. Jawohl, Sir. Ja, und er greift uns nach einer Zeit an, wenn er hier ein bisschen weiter still steht. Zeige ich euch auch eben. Mach. Hallo. Passiert auch noch was? Es dauert ein bisschen. Mach hinne. Okay, komm, weißt du was? Das dauert mir zu lange. Ah, Hauptmann, Sir. Und rot als drittes. Okay. Rot. Nenne ich Riet. Rot. Als drittes. Ah, okay. Einen haben wir ja noch, ne? Ja, hast du. Komm. Na, danke, Sir. Ich hoffe, ja, komm. Und der letzte. Huch. Ah, Hauptmann, Sir, Mann. Wir gehen den Geheimnissen auf den Grund. Dass ich das immer so schnell skippen muss. Hauptmann, Sir, ja, komm. Rot als fünftes. Hätte man sich auch so denken können, weil es ist die einzige Zahl, die noch übrig bleibt. Ja, hast du. Okay, also. Grün 1. Ah ja, mit Pfeilen. Mache ich aber mit normalen, weil wir wollen hier jetzt auch nicht verschwenderisch sein, ne? So, grün 1. Gelb 2. Rot 3. Gelb 4. Was haben wir denn dann? Rot 5. Und blau 6. Okay. Das soweit dazu. Da müssen wir. Shit. Ah, er kommt gleich hier lang. Oder? Nee, er dreht um. Okay, dann fangen wir ihn mal eben ab. Geht nur mit Pfeilen, oder wie? So, geht doch. Ah, ein bisschen höher. Dann müssen wir jetzt eben zum Goronen werden. Ja, ich weiß, Nummer 25, Dankeschön. Und einmal richtig auf den Tisch wummern. Und zack! Drei Stück auf einmal. Die wir natürlich nicht tothauen. Die wir mit unserer geilen Wummer-Attacke wegmachen. Ja, oder die mich erstmal ein bisschen verwunden. Und wieder als Mensch werden. So, geht ein bisschen schneller. Mann! So. Es krabbelt immer noch. Da war noch eine drin. Okay, eine fehlt wohl noch. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, können hier hinter den Bildern auch noch welche sein. Weil eigentlich habe ich ja sonst überall alle gefunden. Oder da war halt eine hoch, wenn wir den Gang doch folgen. Hinterm Kamin. Ich wusste doch, hier ist noch was. Na, guck. Sehr gut. Und wir haben alle 30 goldenen Skulltulas. Schön, der Fluch ist gewichen. Aber da oben ist noch jemand, der mich ein wenig stört. Jetzt nicht mehr. So, jetzt sind wirklich alle Spinnen aus dem Haus. Gut, dass die Animation, wo er brennt, immer noch läuft, weil wir gerade die Truhe öffnen.
Und wir haben ein Herzteil gefunden. Du hast bereits drei Teile gesammelt. Sehr schön. Okay, cool. Dann ist unsere Aufgabe hier erfüllt. So kann es doch auch echt. Oh Mann. Als ob ich hier als Gorone nicht durchkomme. Mann. Und die sind übrigens auch alle wieder da. Aber die interessieren uns jetzt nicht mehr. Die können ja weiter ihren Geheimnissen auf den Grund gehen. So, jetzt müssen wir es zur dritten Nacht machen. Weil dann können wir den Kurio. Nee, warte, warte, warte. Erstmal müssen wir Geld sammeln. Beziehungsweise es von der Bank abheben. Wo will ich denn hin? Ah, ne, hier ist sogar richtig. Gut, ich habe nichts gesagt. Was war das denn gerade für eine Kamerafahrt? So, und raus hier. Und unser Geschenk annehmen. Denn es ist uns jemand gefolgt. Na, Mann. Ich dachte, ich hätte Geräusche gehört, also ging ich hinein, um nachzusehen. Dieser Ort. Ist das so eine Art Bunker? Hast du den Ort gefunden? Ja. Ich bitte dich, lass mich hier bleiben. Natürlich nicht umsonst. Ich hoffe, das reicht. Jawollo. Die Riesenbörse erhalten. Dieser komfortable Beutel kann bis zu 500 Rubine aufnehmen. Ich bin sehr froh, dass du das gut gebrauchen kannst. Ich brauche es ohnehin nicht mehr. Ja, dann leb dich schön ein, ne? Es ist natürlich klar, alle haben so ein bisschen Angst, dass der Mond runterfällt. Und andere gehen dann halt so ein paar weitere Schutzmaßnahmen ein, ne? Wie zum Beispiel in den Bunker gehen. Vermutlich auch das Beste, was man machen kann. Auch wenn der Mond nicht fallen wird, weil ich ja da bin. Aber man weiß ja nie, ne? Better safe than sorry. Und wir gehen nach Unruhstadt. Da holen wir uns dann auch das nächste Herzteil direkt weg. Ich weiß gar nicht mehr, also die nächsten beiden Herzteile. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, irgendwann abends. Aber erstmal brauchen wir sowieso die Maske. Oder eine Maske dafür. So, dann einmal. Ich wollte gerade sagen, hä? Das müssen wir jetzt ein paar Mal machen. Jupp, einmal bitte zur Nacht des ersten, ja, des ersten Tages. Es verbleiben 60 Stunden, ja, also noch genug Zeit. Und ja, bitte. Dann holen wir uns noch ein bisschen Geld von der Bank. Und dann können wir auch eigentlich gleich. Ja, das ist eine gute Idee. Wenn wir das fertig haben, dann geht es nochmal in die Kana Canyon. Da ein bisschen Geld sammeln, bis wir dann bei der Bank 2000 Rubine eingezahlt haben. Das ist wichtig für ein weiteres Herzteil. Ja, ich weiß, es nervt so ein bisschen, wenn man die Melodie so oft nacheinander hört, aber es ist ja nur für einmal. Ist halt blöd, dass ich da jetzt quasi so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, falsches Zeitmanagement gemacht habe. Das hätten wir halt schon viel früher kriegen können, ne? Thema der Zeit im Wind und zur Dämmerung des letzten Tages. Aber dann müssen wir es noch einmal spielen, um in die Nacht des letzten Tages zu kommen. Es verbleiben 24 Stunden. Einmal noch, dann haben wir es hinter uns. Oh, hier zuckt meine Schulter. So, ja, bitte zur Nacht des letzten Tages. Bank liegt ja auf dem Weg, Gott sei Dank. Ich glaube, wir müssen sogar noch ein bisschen warten bis 10 Uhr. Also Zeit verlangsamen. Weil der Kuriositätenladen macht erst um 10 auf. Ja, bitte.
Okay. Na, jetzt geht die Zeit eigentlich recht schnell rum. 370 Rubine noch eben abheben. Ich hätte fast 470 gesagt. Das ist ja ein bisschen zu viel gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man zu viel abhebt. Ob da dann irgendwie vom Banker direkt irgendwie eine Nachricht kommt. Nee, das geht nicht. Oder ob dann einfach 100 Rubine weg sind. Oder je nachdem, was man dann halt abhebt. Das wäre auch ein bisschen fies, ne? Ja, komm hier. Einmal bitte 370. Oh, ja, dann zieh mir die 4 Rubine ab. Ja, komm. Gleich haben wir's. Und 500. Gott, wie selbst die Wachen Angst haben. Ja, die wollten ja auch die Stadt evakuieren. Der Einzige, der das nicht gewollt hat, war ja der Handwerksmeister Muto. So, wir rollen hier mal noch so ein bisschen rum. Wir können, glaube ich, auch am letzten Tag noch ein weiteres Herzteil bekommen. Aber ich weiß auch nicht mehr, wann das war. Bin ich mir gerade leider sehr unschlüssig. Und dann muss ich auch wieder das Notizbuch veröffnen. Also, ne, naja. Ich habe halt absolut keine Ahnung, wie man eine Umrandung für 4 zu 3 Aufnahmen machen kann. Das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Ich habe ein bisschen rumprobiert, aber es ist irgendwie nichts großartig bei rumgekommen. Und deswegen ist halt dieser eklige Rand dort. Das ist ein bisschen kacke, weil mich das auch sehr stört. Und warum rolle ich hier jetzt rum? Ah ja, ich habe nichts anderes zu tun. Aber die meisten bleiben ja tatsächlich in der Stadt. Nicht alle, aber da gehen wir dann in Kaffeis Quest noch oft genug drauf ein. Oh Gott, und die Erde bebt immer schlimmer. Aber das ist ja auch cool. Das habe ich gar nicht gewusst. Wenn man einen Gegner so also überrollt und dann schnell weiterrollt, dann sieht man ja nicht, wie er zerplatzt. Also solche jetzt zum Beispiel. Und das sieht man dann erst, wenn man wieder dran vorbeifliegt, rollt. So, ach komm, wisst ihr was? Das hat jetzt auch eigentlich keinen Wert, hier die ganze Zeit rumzurollen. Das ist ja auch Kacke. So. Wir warten einfach. Gehen nochmal eben ganz kurz zurück als Mensch. Der macht doch auch um 10 auf, oder? Oder um 20 Uhr. Nee, ab 22 Uhr. Okay, gut. Na, Bombertyp. Wie alt bist du? Du kommst nicht aus der Gegend. Warum trägst du solche Klamotten? Warum? Hä? Weshalb? Gibt's Probleme? Falls ja, sag nur uns Bombern Bescheid, weil dann kriegst du Probleme. Psst, willst du was über die Bomber erfahren? Ja? Ja, komm. Interessant. Mensch, das wusste ich ja gar nicht. Was macht der da? Naja, gut. Oh, dass das alles noch so lange dauern muss. Ich wollte eigentlich gar nichts. Ey, die Kuh. Wunschlos glücklich. Und wie gesagt, es lohnt sich teilweise auch die Kühe zu zählen, weil bei einer Herzteil-Quest kann das auch gefragt werden, wie viel von diesen Wackelkopfkühen in der gesamten Stadt stehen. Da fragt man sich doch auch, wer zählt sowas? Das ist so irrelevant, beziehungsweise mag für den einen oder anderen irrelevant aussehen, aber ist es nicht. Und hier guckt mal, dieser Krug. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Gegner aus Link's Awakening. Für den Fall, dass ihr das gespielt habt, der Flaschengeist. Wobei jetzt mit der Neuauflage von Link's Awakening. Neuauflage? Sollte man das ja eigentlich kennen. Wenn es die jetzt nicht gegeben hätte, hätte ich das bezweifelt, dass viele das gespielt haben. Damals, also wo es gepublished wurde, da war das ja sehr beliebt. Aber ich denke mal nicht, dass viele das kennen, heutzutage noch. Aber gut, wir haben es jetzt gleich 10 Uhr, wir können rein. Schön. Ging ja doch ganz schnell. So, und rein mit uns. Da. Nur herein. Sieh dich ruhig um, ich habe etwas
Ganz besonders, ich habe auch ganz besonders seltene Ware. Mein heutiges Sonderangebot ist noch brandheiß, ist erst vor ein paar Minuten reingekommen, kein Scherz. Eigentlich wird so etwas nur im Bombenshop verkauft, aber ich habe so meine Quellen. Es ist eine Bombentasche. Du solltest rasch zugreifen. Was darf's sein? Ach so, scheiße, die Maske kriegen wir jetzt nicht. Aber die Bombentasche. Verrat's nicht weiter, aber die ist eigentlich Eigentum des Bombenshops. Ja, komm, für den Huni kaufe ich mir die. Haben wir wenigstens etwas geschafft. Scheiße, dann habe ich das mit der Maske irgendwie. Ach, da hätten wir der Oma helfen müssen. Fuck. Oh, ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich scherze nicht. Also, hast du was für mich? Nee, nee. Danke, pass auf dich auf, Kumpel. Und achtet mal so ein bisschen auf den Eisenprinzen da im Hintergrund. Das wird später noch relevant werden. Komm. Naja gut, so haben wir wenigstens die Bombentasche bekommen. Die größere. Das ist ja auch gut. Ja, dann würde ich sagen, das war's auch mal wieder mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zusehen und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.